Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem, genau, wunderbaren Kanal, wo immer nur die wunderschönsten Menschen zusehen. Ihr seht heute tatsächlich wieder fantastisch aus. Es kommt ein bisschen die Sonne raus. Was ist denn da los? Oha, ey. Der Himmel ist blau. Der Himmel ist blau. Ich habe keine Wolke gesehen. Ich habe keine Wolke gesehen. Nur Himmel. Es wird ein bisschen Sommer wieder. Es wird Sommer langsam. Holt die Rasseln raus. Macht ein bisschen Bauchtanz. Sommer. Ey, ich bin noch nicht lange wach. Wir haben 11 Uhr und ich bin seit einer Stunde wach, Mann. Und ich nehme direkt auf, aber deswegen sorry dafür, falls das Video ein bisschen verplant ist. Aber wir geben uns heute von der wundervollen Mattea Funke Flächenbrand. Ich werde euch, es kommt ein Album raus, oder? Das habe ich doch richtig mitbekommen, oder nicht? Es ist nichts verlinkt, aber es gibt bestimmt irgendwas Schönes zu kaufen, um zu supporten. Deswegen Link in der Beschreibung. Wichtig, supportet Musiker, Musikerinnen, die ihr feiert. Wichtig. So. Mattea, ich bin großer Fan. Viele von euch haben sich vielleicht erst vor kurzem kennengelernt, als sie unter anderem, oh mein Gott, wenn du mich vermisst, holy shit, liebe ich. Liebe ich mit Fordy zusammen, Sanduhr natürlich zusammen mit Casey. Und ansonsten kenne ich sie von zweimal. Wollte ihr nur sagen, Freunde, alles, nicht Klassiker, aber ultra starke Songs, wunderschöne Stimme, sehr talentiert. Und deswegen hören wir heute rein bei Funke Flächenbrand, weil ihr wisst, ich mag auch hier und da Pop sehr, sehr gerne. Ich bin ja so, keine Ahnung, mag Melodie sehr gerne, ich mag Gesang sehr gerne, ich interessiere mich sehr dafür. Großer K-Pop-Fan, deswegen habe ich auch Lust, mir ein bisschen mehr deutschen Pop zu geben. Weil ja einige Deutschrap-Songs mittlerweile auch voll in die Pop-Richtung gehen. Und ich mag Mattea einfach kennen. Deswegen hören wir rein, Link zum Original in der Beschreibung. Let's go! Hallo, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Und zwar, die gute ist, ihr könnt Teil meines neuen Musikvideos werden. Und die schlechte ist, ich habe Corona, weswegen ich mein Musikvideo... Oh, krass, okay. Aber coole Idee. Wisst ihr, super coole Idee. Man kann kein Musikvideo drehen. Bam, okay, scheiß drauf. Fans mit reinholen. Und einfach mit TikTok, Instagram mittlerweile. Das geht so easy. Rein damit. Leute freuen sich. Es kommt ein cooles Ding raus. Geil. Was wir eigentlich geplant hätten, nicht drehen kann. Euer TikTok in meinem neuen Musikvideo. Geil. Ey, das ist super cool. Direkt noch ist Promo für ihren Song. Die Leute freuen sich. Es ist interaktiv. Es ist ein cooles Outcome, aber trotzdem Musikvideo. Es ist eine Win-Win-Situation für jeden, Alter. Mein Song funktioniert nicht. Ey, das finde ich cool. Das finde ich super cool, Mann. Mann, hätte ich das so vorher mitbekommen. Ich wäre der Erste, der es gemacht hätte. Ich wäre into it gewesen. Ich hätte eine Dance-Performance hingelegt. Ich hätte den Bauchtanz rausgeholt dann dafür. Ey, super cool, ey. Ich find's jetzt schon nice. Habt ihr das, was angeht? Soll ich jetzt heim oder gehen wir zusammen? Zeit bleibt kurz stehen. Rette sich, wer kann, rette sich, wer kann. Funke, Flächenbrand. Oh, ey. Mann, bei sowas, ich werd manchmal auch emotional, weil ich so viele verschiedene Leute sehe, die so Spaß haben am Singen und Tanzen und so, Digga. Ach man, da wäre ich doch mal ein bisschen emotional. Rette sich, wer kann. Funke, Flächenbrand. Oh, schöner Beat. Oh, wo sind die alle, dass die so coole Sachen im Hintergrund haben? Digga, die hat da gefühlt die Zugspitze im Hintergrund. Und ich habe eine Hecke vor meinem Fenster, aber blauen Himmel. Immerhin, ich habe blauen Himmel heute vor meinem Fenster. Immerhin. Müssen wir im Kopf behalten. Funke, Flächenbrand. Ey, so viele verschiedene coole Leute sind am Start auch, Mann. Digga, keine Ahnung, finde ich voll cool. Auf, du liegst neben mir. In den letzten 20 Stunden ist so viel passiert. Von einem Club in den nächsten. Boah, ihre Stimme, Mann. Sie hat so eine schöne Stimme einfach. In den letzten 20 Stunden ist so viel passiert. Von einem Club in den nächsten. Alle meine Vorsätze gehen kaputt. Ich weiß nicht, bei ihr immer so, es sind so einzige Zeilen, die ich finde so damn. So, also es ist so simpel zu sagen, alle meine Vorsätze gehen kaputt, aber wie sie es sagt, das kommt nochmal anders rüber dann. Alle meine Vorsätze gehen kaputt. Nur das eine Mal. Nur das eine Mal.
Ey, wie cool, ey. Ich bei dem. War das so, kommt jetzt was? Oder das sieht so aus, als ob sie so irgendwie den Drop ein bisschen verkackt hat und das ist mit reingekommen, finde ich cool. Das zwischen uns haben alle erkannt. Fragen, ob da was geht. Ey, cool, Mann. Tanz zur Musik und lass mich fallen. Es hat dir das was angeht. Soll ich jetzt heim oder gehen wir zusammen? Stell mir vor, wie cool das auch für die Leute ist, die dann sehen, damn, ich bin einfach im neuen Mattea-Musikvideo. Das macht mich richtig happy, Mann. Keine Ahnung, so eine Aktion ist unfassbar cool. Zeit bleibt kurz stehen, rette sich, wer kann, rette sich, wer kann. Funke, Flächenbrand. Mega cool, Mann. Man sieht auch, wie viel Spaß sie dabei hat, dafür TikToks zu machen, Alter. Damn, so talentierte Leute auch dabei. Funke, Flächenbrand. Digga, alle sind irgendwo da, wo so Schnee und so liegt. Das war sogar ein TikTok von ihr selber. Ich weiß nicht, ob das, ist das ihr Freund, Beat Producer oder so? Choreograf? Ich weiß es nicht. Aber wahrscheinlich, wenn sie zu Hause in Quarantäne ist, wahrscheinlich ihr Freund. Och man, Hasen sind so süß, Alter. Beziehungsweise ist kein Hase, ist ein Kaninchen. Großer Unterschied. Funke, Flächenbrand. Ja, ich mag den Beat sehr, sehr gerne und dieses Oh-Oh jetzt hier. Funke, Flächenbrand. Funke, Flächenbrand. Geil, ey, wir können uns gerne mehr von Mattea geben. Also natürlich, wie gesagt, ich mag einfach auch Pop sehr, sehr gerne, Mann. So, weil, keine Ahnung. Ich mag gute Melodien, coole Stimmen, nice Musikvideos, Choreografien. Was soll ich sagen? Deswegen werde ich hier und da ein paar Deutsch-Pop-Reactions auch mal mit reinstreuen hier, weil ich das einfach ultra gerne höre, sowas. Und das ist für mich immer so ein Mood-Booster. Coole Melodien, schöner Gesang. Da bin ich einfach da. Sehr, sehr cooler Song. Ey, wie gesagt, das Musikvideo hat ein bisschen jetzt vom Song leider abgelenkt, in my opinion, weil ich mich so fokussiert drauf habe, weil da so viele coole Leute dabei waren. Kreative Leute, super cooles, kreatives, wahrscheinlich auch kurzfristiges Musikvideo, weil, ey, wenn sie sagt, okay, in einer Woche ist Abgabe, okay, wir haben das konzeptioniert, das Musikvideo, jetzt drehen wir und dann, bam, alles über Bord werfen, dann schnell eine Idee finden, ist nicht so easy. Das allerbeste draus gemacht, fand ich. Und, ja, super cooler Song, keine Ahnung. Wir können uns gerne mehr von Mattea geben, ich kenne bei weitem nicht alles. Vielleicht gibt es auch ein paar coole Live-Performances oder so. Lass mir da auf jeden Fall Vorschläge für weitere Reactions in den Kommentaren da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ansonsten bei einem weiteren wunderbaren Video. Ja, bleibt fresh, so wie immer natürlich und ciao.